Ja, das war ja gerade so aufregend, wie wir das gemacht haben mit diesem Dreh. Und da war auch diese Kamera dabei. Ich habe noch nie so professionell Fotos gemacht. Und da war immer einer dabei, der Anweisungen gibt. Ja, mach mal so und mach mal dies und mach mal das. Und es war am Anfang eigentlich total schwierig. Aber am Ende konnte ich es eigentlich recht gut machen. Also ging dann ganz gut. Da bin ich eigentlich ziemlich überrascht von mir selbst. Und to unlock the door, but those around me criticize and sleep. Ja, ich glaube definitiv, dass ich ein paar Verträge bekomme. Fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen. Also, das fängt bei C&A an und endet mit Versace, also. Ich sehe meine Zukunft eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt schon so professionell die Fotos geschossen habe. Ich habe da beim letzten Shooting schon ein paar tolle Typen gesehen. Also, der war am Anfang ein bisschen eifersüchtig, aber ich glaube, da muss ich dran gewöhnen. Ich meine, da läuft ja auch nichts. Ich meine, das sind alles nur Fotos, man muss total professionell wirken. Man muss auch mal ein Foto machen mit einem Mann, vielleicht auch mal so halbnackig. Und da muss er damit zurechtkommen. And yet together they were friends at school. Also, für mich war es ja eigentlich eher unspektakulär, da ich solche Dinge schon öfter gemacht habe und, naja, einige Fotos knipsen. So etwas schafft ja jeder. Naja, das ist ja wohl ganz klar. Ich meine, wenn man sich mal die Fotos anschaut, es drängt sich geradezu auf, dass ich sicher eine Modelkarriere machen werde. We get a little crazy. Ich denke, er wäre mit dem Leben an der Seite von einem Star wie mir überfordert. Och, ich denke, ja. Also da gibt es mehrere, ich lege mich da nicht so genau fest. Ja, eigentlich ganz gut. Also, wobei, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Also, mir hat es sehr großen Spaß gemacht und das war ja alles sehr aufwendig gestaltet. Und vom Make-up bis hin zu den professionellen Mitarbeitern und Fotografen und Assistenten und so weiter hat schon großen Spaß gemacht. Allerdings bin ich mit meiner eigenen Leistung nicht so ganz sicher. Also ich hatte heute irgendwie nicht so den guten Tag und ich hoffe trotzdem, dass ein paar gute Fotos bei rausgekommen sind. Ja, irgendwie war ich von der Party gestern noch ein bisschen müde. Also hier in Italien ist ja schon viel los. Und wir waren ja gestern noch mit den Mädels um die Häuser und ich weiß nicht, irgendwie war heute nicht so mein Tag. Er sagt gar nichts dazu, er ist noch nicht informiert worden, dass ich teilnehme an der Show. Yeah, yeah. Oh, oh, wow. Naja, ich hoffe mal, dass er total tolerant ist und damit gut klarkommt, wenn ich ihm später dann noch Bescheid sage. Ja, ich denke mal, das hängt sehr vom heutigen Tag ab und wie das Ergebnis dann ist. Und ich hoffe mal, dass ich weiterkomme. Zeig mal, wie schaut das eigentlich aus?